Hoch ist dann schon alles vorbereitet. Du, so. Naja, kommt der Erste. Machen wir die erstmal alle weg. Komplett weg. Schön vorbereiten den nächsten. Du stehst genau vor uns, ne? Ja. Der ist wieder weiter links. Schön, dass wir inzwischen so viel Mana haben. So, noch mehr Geister von euch irgendwie da. Nichts in der unmittelbaren Umgebung. Ihr seid vergiftet. Wir haben Hunger. Wir müssen bald einen Run machen und und verlorene Drachensteaks einsammeln oder Würmer töten oder ähnliches für einen ganzen Schwung neues Essen. Ja, so viel zum Mana. Na gut, du hast hier alles raus. Ist hier noch was drin? Da nicht. Nicht wirklich essbar, nee. Was war das? F2. Hallo? F1. ja, also wir gucken nach Norden. Wir haben die Treppe im Süden von uns. Hier, ah, man kann es sogar sehen, ne? Ja, da ist die Fallgrube, wo wir vorhin reingepurzelt sind. Und da hinten ist noch eine. Die müssen wir jetzt ordentlich markieren. Aber ich denke, also hier das eine Feld, auf dem wir stehen, scheint schon mal kein Auslöser zu sein. Ich versuche jetzt hier zu schlafen. Und es funktioniert. Okay, also Schein, zumindest in der, ne, Nähe. Ich hatte gerade eine schöne neue Theorie, du Vergeist. So. Jetzt ruhig. Also, das Feld, in dem wir stehen, scheint sicher zu sein. Sind das da schon Markierungen für so ein. Also, ja, das müssen wir markieren. Und ich glaube, die Sachen, die da auf dem Boden liegen, sind schon die Markierung für das Loch da. Das ist Kobamid, ja. Ich suche eigentlich. Oh, warte. So. Ich suche eigentlich gerade vorbereitete. Davon, genau. Zu Kassra-Spells. Ich gehe da mal ran und hoffe, dass das Feld nicht auch Geister auslöst. Hat es zumindest jetzt nicht getan. Dann dürft ihr mal. Du auch nicht? Denn explodieren Dinge, das ist okay. Explodierende Dinge, das ist völlig okay. Kreischende Geister ist eher nicht so okay. Schreien ist Dämonen, ne? Ist das schon im Dämonenbereich? Ich würde sagen, ja. Können Sie sich bitte mittig hinstellen? Das wäre echt toll. Hi, Geist. Bin ich jetzt durch das Rumtouren auf so einem Druckblatt? Das ist nur einer, ne? Das ist okay. Du stehst richtig. Weg. Okay. Ganz taktisch. Ich bin jetzt super vorsichtig, will das ordentlich machen, damit unsere Helden nicht durchdrehen. Also das Ding ist einigermaßen markiert. Nicht von allen Seiten, aber gut genug, dass man sehen sollte, dass da was ist. Und es kommen immer mehr Geister. So, Mist. Da war ich zu ungeduldig. Das heißt, entweder sind da ganz viele Geister gewesen auf Vorrat oder auch hier in der Nähe ist irgendwo ein Auslöser. Ich gehe mal in den westlichen Bereich, weil gefühlt kommen die eher von Osten.
Hier ist mein westlichen Bereich, da ist auch schon ordentlich markiert worden. Da ist eine Tür zu. War die schon mal in irgendeiner Form offen? Neuer Geist. Zwei neue Geister. Die kamen gerade aus der Wand. Einer mit dem anderen. Ja, da wurde definitiv was ausgelöst gerade. Dann kamen jetzt vier. Auf dem Schwung. Also wieder runter. Schlafen. Ja, Essen ist problematisch, ich weiß. Oh, wobei, die haben genug Mana hier. Dum, 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 dum. So, zurück. Du bist noch Überbleibsel, glaube ich. Ich guck mal, ob ich vielleicht hier am Rand lang mich schleichen kann. Dass dann keine neuen Viecher kommen. Schon wieder das Stumpfen, das Stampfen. Warum hast du es überlebt? So, wenn die dahin gehen, kann man auch. Hast du ab? Ich gehe mir immer rechts an der Wand lang. Oh, Essen. Schieß vorbei. Wenn wir das Essen haben. Ja, ich weiß, du. Ja, okay. Also Geisterbereich. Das haben wir schon aufgemacht. Und hier kommt jetzt der Dämonenbereich, der aber noch infiziert ist von Geistern, weil die halt eben übrig sind. Hier im Dämonenbereich kann dann auch wieder der Meister sein. Das Ding ist noch gar nicht markiert. Tipp, tipp, tipp. So. Wir wollten jetzt allgemein die Dinger markieren und wir wollten gucken, ob jetzt weiter im Osten, wo wir gerade hingehen, eine zweite Treppe ist, die verbunden ist mit der zweiten Treppe eine Etage tiefer. Um so vielleicht einfacher in den Meisterbereich zu kommen. Ich denke, ich sollte hier nicht schlafen. Hm? Was sind Dämonen? Pass auf. So ein bisschen. Okay. Oh oh. Verklickt. Richtig? Ich glaube noch richtig. Sackgasse. Nicht gut.
super, wenn die aufhören können. Immer. Bleib stehen. Wenn die aufhören könnten, immer wieder zu spawnen. Wir hatten das schon einmal da ruhig, oder? Oh, das war nicht gut. Ach, schon, bring uns um. Hier. Yeah. Okay. Ja. Restart. Ist okay. So. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo wir sind. Wenn wir. Also, wir müssen noch mindestens. Hiernach müssen wir noch eine Etage hoch, um. Wir müssen hier noch eine Etage hoch, um in den Bereich zu kommen, wo das Komet auf dem Boden liegt, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist jetzt der meiste Bereich. Über dem meisten Bereich war halt der Kometbereich und ich glaube, da drüber dann die Schmelze, wo man das reinwerfen konnte. Auch wenn ich keine Ahnung, wie wir damals hingekommen sind. Fallgrube ist jetzt noch nicht markiert. So. Ja, ich sehe den Geist. Das sollte auch schon reichen. Ja, es waren ein paar. Aber das waren es vorhin auch. Ich glaube, ich habe noch nichts ausgelöst. Der Auslöser ist wenn ein Ticken weiter Osten. Da kann man gleich 6 auf einmal. Ja. Okay. Okay. Er war doch näher dran als gedacht. Ich trinke da. Hallo? Drei Wunden ist so. Ja. Ja. Also eine Powerstufe pro Wunde, die geheilt werden soll. Ja. Das Essen bitte rausholen. Ja. Ja. So, dich da wieder hin. Dass du immer noch. Ja, es ist immer noch Poison, weil geladen wurde, okay. Das Trüthorn lassen wir es ja mal das Zeit einfrieren lieber, das ist praktischer. Gucken, ob wir irgendwas benutzen können, um an dem Lord vorbeizukommen, aber. Was machst du? Calm. Ich glaube, das wird nicht bei dem Lord of Chaos funktionieren. So, ein Essen kannst du abgeben. Wäre am wenigsten Wasser. Selbst. Wir haben so viele Schlüssel noch. Ja, oberste Priorität sollte echt sein, die Etage da oben einmal zu sichern. Ja, ist schwierig mit dem Meister, aber dass die Geister erstmal alle weg sind, dann gucken, wo ganz genau das ist, dass die Gegner auftauchen. Also bei den Geistern habe ich schon ein gutes Gefühl, östlich von dieser Illusionsfallgruppe. Aber bei den Dämonen nicht, die hatten wir auch schon einmal geleert und dann kamen die doch irgendwann wieder. Und das sind viele, dadurch zu kämpfen dauert. Machen wir es einfach mal anders. Wir gehen jetzt erstmal abspeichern. So. Gut. Wir gehen jetzt zu der östlichen Treppe. Zu der östlichen Treppe.
Die ist das westlichen. Was? Jetzt sind wir im Südwesten? Ja. Im Osten war noch eine. Hinter den ganzen Steingolems. Genau, den Jungs. Oh. Oh, ja, hallo. Habt ihr es gerade alle so getimt, dass ihr runterschlagt, während wir hier ankommen? Da ist die Treppe. Genau. Und ob die jetzt. Also die Reihenfolge war ja, wir kommen hoch. Der Meister steht vor uns. Dann ist ein Ticken östlich der Geisterbereich. Und davon weiter östlich kommen diese Feuerballer angeschlossen. Und davon weiter östlich kommen die Dämonen. Und dahinter war irgendwo die Meistertür, die jetzt ja schon offen ist, was wir nicht hätten machen sollen. Aber das könnte man ja vorher nicht wissen. Und wir sind jetzt unterirdisch, eine Etage tiefer, weit genug nach Osten gegangen, dass wir jetzt vielleicht direkt da irgendwo rauskommen bei dem Dämonen- oder Meistergebiet. Da schon mal essen. Mehr essen. Hallo? Feuerball höre ich schon mal. Ich glaube ja, dass das genauso aufgeht, wie ich dachte. Okay, wir haben keine Essensprobleme. Gut, können wir mehr grinden, mehr töten, mehr ausprobieren. Dem hätten wir das nicht geben sollen. Du kannst noch was essen. Du kannst noch was essen. Wurmdinger bringe ich. Gar nichts. Was mal alles mitnehmen, so warte. Wie kommst du so schnell hierher? War da ein Geist? Ich schwöre, der hat den Geist gesehen. Dann sind sie doch nicht so weit voneinander entfernt. Oder er kann teleportieren, oder es gibt zwei. Alles nicht besonders gut. Das mit dem Teleportieren wäre aber eindeutig am unschönsten. Was kannst du? Karl Brandish Heal. Gehe jetzt wieder rüber zu den Geistern. Versuch mal, ja, wenn ich mich da hinstelle, dreht sich einfach nur um. Vielleicht, wenn ich mich hier hinstelle. Oh, kommst du auf mich zu und ich kann dann vorbeigehen? Das ist jetzt die südwestliche Treppe, eine Etage unter der Geister-Dämonen-Meister-Ebene, zwei Etagen unter dem Kobumi-Pillar, drei Etagen unter der Schmelze. Orientierung, wichtig. Und ja, wir haben Karten, aber die sind klein und abhängig davon, wie man sich gerade dreht. So, nochmal schlafen. Für ihn hier. Essen haben wir jetzt ja. Trinken ist ein Problem. Trinken haben wir. Ja. Hatten wir nicht in dem Admin-Bereich, wie hieß das, Dämonen-Administrator-Bereich? Ich weiß nicht, auf welcher Etage der war. Da ist auf jeden Fall ein Brunnen. Ich glaube, das war auch. Auf der Etage, nur irgendwie auf der anderen Seite. Ja gut, also der Meister ist da hinten irgendwo. Das haben wir gerade festgestellt, weil er da aufgetaucht ist. Wir wissen jetzt noch nicht, wo genau die Treppe ist. Aber ich wusel jetzt mal nur hier im linken Bereich rum. Die Geister hatten wir auch vor dem Neuladen schon. Und wenn die jetzt alle tot sind, dann gucke ich, ob wir hier hinten. Da sind wir neu gekommen, oder? Ja, eindeutig neu gekommen. Okay. Also, merke nicht. Oh. Oh.
Nicht da hinten hingehen. Was wir eh gar nicht müssen, weil da ist eine verschlossene Tür. Oh, ich habe ganz schön was ausgelöst. Dich kurz mal umdrehen. Alles kaputt. Ja, okay, Karte. Irgendwo hier werden die ausgelöst. Das heißt, da sollten wir schon mal nicht lang gehen. Und irgendwo da lang wurde auch was ausgelöst. Also ist mein Verdacht, erstmal runterschlafen. Mein Verdacht, wir wuseln uns dann schräg durch. Also nördlich von der Illusionsfallgrube, wo wir vor einer Weile runtergefallen sind. Also darum. Ja, du komm erstmal her. Die stehen jetzt falsch rum, natürlich. So, Nikro ist richtig. Was das jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Geister ausgelöst werden, sie auch noch in den Wänden drin sind, weil sie können ja durchgehen. Und dann kommen sie halt nach und nach raus. Weil die Bewegung halt recht, ne, random ist. Das war ein Ding zu früh. Oh, die spawnen echt einfach auf Zeit. Den habe ich beschissen. ja. Okay, experimentieren wir damit rum. Ich würde ganz gerne einfach nur hier drei Felder vor uns. Ne, da will ich ja nicht lang. Und da will ich auch nicht hin. Also ich tue einfach mal so, als wenn die Felder hier, wo die Brocken sind, Spawner wären. So kann ich aber nicht arbeiten, wenn die mal wieder auftauchen. Wer ist es beides? Ja, das sind zu viele. Also wir haben vermutlich beides. Das heißt, es gibt Stellen, wo man da drauf tritt, kommen Geister. Aber es kommen auch so alle, keine Ahnung, viele Ticks, neue Geister. Ich kann also nicht hier, was mein eigentlicher Plan die ganze Zeit war, so lange stehen und vielleicht ein, zwei Felder vor und zurückgehen, bis alle Geister tot sind und dann ganz explizit irgendwo hintreten und sagen, jupp, auf dem Feld ist ein Auslöser, damit die Geister auftauchen. Und das dann noch krasser markieren als die Dinger da. Dass wir dann irgendwann durch diese Etage durchkommen, ohne Horden von Geistern zu spawnen. Damit es einfacher ist, zum Richtung Meister zu gehen, Richtung Dämonen zu gehen, dann auszutüffeln, wie man die Dämonenrunde weiterkommt und. Das scheint nicht so ganz zu klappen. Ja, na gut, gucken wir da weiter.